Hallo Leute, es geht weiter mit Trine und mit Neat Games. Hallo. Hey. Hey. Ja, ich hoffe, Neat Games hat es jetzt mal geschafft, hier hinzukommen. Meine Güte nochmal. Also, was ist das denn hier? So. Ich bin hier Klopsi. Und schieb mal eben die Gewichte lang. Aber du bist immer noch nicht da, wo ich bin. Ich denke, du bist ein Stück über mir. Und ich bin unten bei so einem komischen Laufrad, Wasserrad, wie auch immer. Nee, du bist hier. Guck mal. Ja, genau. Ja, komm mal her. Und da muss ich ja im Grunde nur hoch. Ja. Jetzt. Oh. Sehr schön. Da unten ist aber noch irgendwas. Ich will die Erfahrung haben. Ja, ich habe aber als Klopsi kannst du das Ding noch weiter wegschieben hier. Ach so. Und dann komme ich da nicht durch. Nee. Kannst zwar ein bisschen schieben, aber... Nee. Guck mal, wenn ich hier stehen bleibe bei diesem Zahnrad, na komm mal runter, dann bleibt das stehen und dann kann der andere vielleicht nach rechts durch. Ja. Ah, okay. Weißt du, bleib mal da stehen. Ja, Moment. Einfach, genau. Oh, nee, das geht nicht. Das soll man nicht durch. Okay. Das soll man bloß rauf. Aber irgendwie muss man doch weiterkommen. Da muss man an die Kiste, das ist voll die tolle Kiste. Komisch. Kommt man denn da hin? Aber links kann man doch vielleicht weiter, vielleicht von oder? Rechts rum? Ja, hier rechts und dann runter. Ja, aber bei dem... das ist aber... Wie kriegt man das weggeschoben? Als Klopsi, habe ich doch gesagt. Ja, aber der schiebt auch nur ein Stück weit. Das habe ich ja schon probiert. Deswegen habe ich jetzt so das Gefühl, es geht eher links weiter. Schau mal, links ist nur ein Brett. Ah, ja. Wenn man nicht runterfällt, dann ist da ein Brett. Ich fall da auch mal runter. So. Fühl ich mich gleich besser. Ach so, jetzt stehe ich hier. Ja, hier war ich auch, glaube ich, schon mal. Warst du schon? Ja, hier war ich schon mal. Aber wenn ich jetzt als Klops hier auf dem Gewichtsbrett stehe, dann geht es auch nicht runter. Vielleicht müssen wir zu zweit hier stehen. Oder nicht, ich mache eine Kiste. Oder so, aber wir müssen zu zweit hier stehen. Oder halt Kiste, eins von beiden, weil alleine... Bringt das nicht viel. Mein lieber Magier, bring ins Feld bist du nicht. So, dummes Feuer. Aha. Und ich bin wieder unten. Ja. Ja, ich kann hier leider alleine nichts ausrichten, deswegen muss ich warten. Ich komme. Du schaffst das. Jetzt ist die Kamera übrigens auch unten links, Leute. Also jetzt können wir auch da oben Gandalf und Co. sehen. Wie sie alle sind. Und ich sehe auch gar nicht mehr so rot aus. Und ich habe meine tolle Farblampe auch wieder angemacht. Die ist toll. Meine Wasserlampe. Die irgendwie nur auf blau ist, aber es passt gut zum Spiel. Ja, die kann auch Farbe wechseln. Sieht man oft in meinen Aufnahmen auch, dass die Farbe wechselt. Aber ich stelle sie meistens immer nach Spiel ein und blau passt eigentlich ganz gut. Zu diesen ganzen Blaugedöns hier. Ach komm, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Mach mal du wieder die Diebin, dann kommst du schneller voran. Ach, ich weiß nicht, ob mir das wirklich hilft. Mit dem Haken. Mit dem Haken? Ja, mit dem Haken kommst du mal besser zurecht. Springt aber wirklich in besser. Naja. Die schon, ich nicht. Glaub's nicht echt. Ich würde ja für dich spielen, aber das wäre dann doch etwas. Nein. Du musst das schaffen. Ja, und jetzt ein Hops. Ja, ich hab's mit dem Haken versucht. Und jetzt mache ich mal den Magier und mach dir noch eine Kiste. Pass mal auf. Oh, das ist ja eine super Idee. Ansonsten. Ja. Und die fällt voll runter. Okay. Wir alle haben unsere... So, und da muss ich jetzt hoch. Jawohl. Und ich bin wieder runter. Ich spring dann immer zu weit. Was soll denn das? Oh, jetzt habe ich eine Kiste im Weg. Oh Mann, ich wollte dir doch helfen. Musst du auch. Guck mal, wir machen die mal hier hin. Das ist doch noch viel kluger.
Kluger. Kluger, ja. Verkrampf schon hier. Ich sehe schon. Verdammt! Ich hasse dieses Spiel. Warum, du scheiß Magier? Ja, das war's. War ein richtig schönes Koop-Spiel, Leute. Ich glaube, der Need Games muss erstmal klarkommen. Ah, die sind ja dann immer zu flink und springen auf der anderen Seite wieder runter. Das ist so doof, was du da machst. Jetzt. Ich bleib hier auch stehen. Spring bitte weiter, damit die Kisten sich nicht noch verschieben jetzt, also die Plattform. Wenn ich hier stehen bleib, bleibt das Gewicht oben. Nein, so. Lass es sein. Spring dahin. Oh nee. Ja, ich trinke noch mal einen Schluck nebenbei. So, ich hab's übrigens geschafft. Toll. So, jetzt kriegst du wieder die volle Diebin. So, wenn wir jetzt hier als Klopsi stehen, dann weiß nicht, komm mal erstmal hierher. Bringt das was vom Gewicht? Nein, dann mach mal eine Kiste dahin. Ich hab jetzt Angst, dass ich da wieder runterfall, so. Da, wo du bist, eine Kiste, genau. Ja. Als Viereck sollst du das machen, ja? Ein schönes Viereck will ich sehen. Es ist mein Controller. Ein Herzenstern. okay, aber da oben kann ich den da runterziehen irgendwie? Den kann ich rausschieben. Ja. Ach so. Hau doch du mal da rum, wie ein Wild oder... Warte mal, vielleicht kann man... Mit Klopsi vielleicht kaputt hauen. Ja. Boah. So. Scheiße. Okay. Warte mal, da oben sind... Ja, und wie? Ja, ja. Sehr gut, sehr gut. Aha. Teamwork ist angesagt. 41 von 50. Sehr schön. Ja, so, die Alexis. Aber, die halt. Nein, sonst? Du hast ja auch mitgeholfen. Bisschen, außer dass ich 50.000 Mal daneben gesprungen bin. Ja, und wie kommen wir jetzt hier weiter? Aber ich würde sagen, wir müssen nach rechts weiter, oder? Ja. Ach so, aber da die musst halt du jetzt wieder mit Magic irgendwie... Ja, schauen wir mal. Wenn ich jetzt hier hingehe... Oh Gott, so... Nee. Hättest gedacht... Warte mal. Nee. Warum geht denn das nicht? Das ist eine unglaublich gute Frage. Wenn ich mich da drauf stelle, das hilft auch nix. Wenn ich jetzt hier schiebe... Guck mal, ich komme jetzt... Kommst du durch? Nee, gell? Sieht aber immer so aus, ne? Manchmal. Soll ich vielleicht irgendwie mit dem Magier versuchen, das noch irgendwie noch mehr zu schieben? Ja. Ja, oh Gott. Alles klar. Ah. Yay! Und da kommen Skelette, pass auf. Und wie? So. Ah, da oben ist noch einer. Die ist schon wieder tot. Die ist schon wieder tot, meine Diebin. Ja, wir brauchen jetzt irgendwie so eine Kugel. Aber mit dem Magier hast du rausbekommen, ob man mit dem kämpfen kann? Nee, noch nicht. Scheiße. Ich glaube, der kam bloß Kisten. Oh, doch, man kann tot. Mit der Hand draufhalten und dann... Und dann eine Kiste draufzaubern. Nee, mit dem... Oh Gott, ich sterbe hier gleich. Ja. Ich gehe lieber weg. Manchmal ist Flüchten einfach auch das Beste. Hast du das Skelett fertig gemacht? Nein, der ist ja immer noch da. Ich bin tot. Das Skelett hat mich fertig gemacht. Ach so. Wie, ich lebe jetzt hier alleine? Ja. Als Magier? Oh ja. Gott, das wird ja nicht. Jetzt siehst du auch die toten Köpfe. Das Problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich mich wehren soll. Und der beschießt mich hier. Warte, ja. So. Schaffe ich doch schon irgendwie. Komm, mach schnell eine Kiste. Schnell. Schnell. Ha. Sehr gut. Nein. Oh. Kämpfe ums Überleben für uns beide. Ja. So, mit Kisten. Mit Kisten gegen... Oh, den Sprung, den schaffe ich immer nicht. Oh, den schaffe ich immer nicht, den Sprung. Das da siehst du mal, wenn man nicht die Diebin hat, die springt nämlich schon weiter, denke ich. Nee, die, also da hätte ich jetzt den Haken benutzt, von daher...
Ja, die hättest da auch nicht geschafft, jetzt ohne Haken. Das stimmt, aber so eine Diebin mit Haken springt dann doch ganz schön weiter. Ja, auf jeden Fall. Mit Haken sowieso. Oh. Oh, das war aber auch nicht schlecht. Ja, ne? Super. Ist toll, dass du jetzt auch mit zugucken kannst. Mhm. Ich habe ein bisschen Angst. Ich weiß nicht, ob ich mir hier was bauen kann. Schnell in der Luft und rauf. Eine Kiste, die in der Luft stehen bleibt. Wow. Cool. Wie cool ich bin, oder? Sehr cool. Jawohl. Nee, geh weg, du Scheiß-Skelett, du. Das ist schon Trick 17 hier. Ja, das war's. Oh, oh Gott, wie der Magier da stirbt. Mm. Das ist nicht schön. Hm. Am letzten Checkpoint fortsetzen. Na, jetzt muss ich wieder die Maus nehmen. Oh. Maus, wo bist du? Ich hole mir jetzt erstmal die geheimnisvolle Kiste, die ich schon die ganze Zeit haben wollte hier. Okay. Öffne mal. Du darfst die Kiste öffnen. Kann ich die öffnen? Mit B. Ja, mit B. Ah ja, da steht es auch ganz groß dran. Ja, das wusste ich so. Heißkette des Lebens. Wahrscheinlich ist diese Reise nicht umsonst. Ah, da fällt mir ein, ich muss noch mal in die Einstellungen eben gehen. Sorry, warte mal. Wegen den mit dem Audio habe ich immer noch nicht gemacht. Ach, wo bin ich da nur rein? Wir müssen uns beeilen. Okay. Wo bin ich da? So. Also der Magier hat übrigens gerade gesagt, dass die Kette an dir gut aussieht. Echt? Mhm. Ja. Aber da irgendwie... Nee, das schaffen wir hier nicht. Jetzt müssen wir, glaube ich, nach links lang. Kann ich da wieder mal blockieren? Nach links. Ah, nach links. Damit wir hier wieder rauskommen. Ach nee, nicht die Stelle schon wieder. Doch. Aber mach dir eine Kiste. Nein, habe ich schon. Bin schon da. Bin da. Aber wir können auch jetzt nach rechts einfach. Genau, wir müssen ja nicht da oben lang. Ich denke schon, ja. Oh nein, die Skelette kommen. Die kleinen Racker. Ich habe irgendeinen Gesundheitsdrink hier zugenommen. Klopsi, kommst du? Ich komme. Übrigens, Klopsi darf sie mich nur in dem Spiel nennen, ja? Ansonsten entspricht das fast gar nicht der Realität. Hab's leise gefragt. Ja, so, dass ja, man es kaum klar verstehen konnte im ersten Part. Ich sag, hoffentlich nicht in echt. So. Nee, so schlimm ist es nicht bei mir. Klopsi. Irgendwann wird es auch mal ein Facecam-Spiel von mir geben. Oh Gott. Warte mal. Oh Gott, genau. Das, die Kiste, sagen die Leute, die blockiert auch das ja jetzt. Das ja. Aber wenn du noch eine Kiste machst, ist die andere weg. Warte mal. Ja, dann, okay. Mach mich da jetzt so rauf. An der Stelle war ich auch schon. Ich habe ja schon alles eingesammelt. Ja, da hast du alles eingesammelt. Deswegen, warte mal, mach du mal die Bin. Und dann hake dich hoch. Hm? An den Stein, an den Felsen am besten. Ach so, an den Felsen? Ja, oder so. Oder so. Ne. Genau. Okay. Kannst wieder dieben. So, jetzt kannst du den... Jetzt, nein, pass auf. Mach mal mach Klopsi. Der kann das mit dem Schild blocken. Achso, ich dachte, ich mache jetzt eine Kiste, damit das Ding unten bleibt. Nee, das geht nicht. Okay, dann mache ich Klopsi. Wieso nennen wir den einfach so? So, so doof. Ja, irgendwie. Ja, es ist halt so ein richtiger Rüstungskrieger, ne? So ein... Ich finde keinen anderen Namen. Boah. So hatte ich mir das jetzt im ersten Schritt mal gedacht. So habe ich mir das gedacht. Jawohl. Mit Magier. Mit Magic Power. So, da oben hast du alles eingesammelt schon? Ja, wenn das eh für uns beide ist, dann habe ich jetzt keine Sorge mehr, dass ich dir irgendwas wegnehme. Nee, mach's nicht. Dann kann ich ja jetzt einfach sammeln, wie blöd. Sammelwut. Gut. Ja, oh komm, wir schieben sie uns gegenseitig zu. Das macht bestimmt total viel Sinn. Ja. Das nennt man Teamplay. Geht's da oben weiter oder ist da nur noch was zum Einsammeln? Es geht weiter. Du musst hier lang. Da muss ich. Ich befürchte, dass du das sagst. Du kannst sie spielen. Spiel sie ruhig. Das
jetzt einfacher. Ja. Aber man kann sich hier auch nicht gut mit Enterhaken festdingsen. Ja. Nee, das mit den Pfeilen lass mal. Warte, ich mach das mit dem hier wieder so. Und du spielst sie. Jawohl. Sehr schön. Sehr schön. So. Mensch, Klopsi kann aber auch springen. Ja. Der ist ja nicht nur... Oh, Angriff der Skelette. Ich brauch Hilfe. Na komm schon, du blödes Skelett. Okay. Waren sie das? Ja, ja. Die stehen ja immer wieder auf. Ne? Ich weiß gar nicht, wie viele Runden. 3 oder so? Oh, Lebensenergie. Ich glaube, 3-mal oder was stehen die bestimmt auf. Mhm. Hier auf dem blauen Zipfel. Den Zipfel, den Zapfel. Den goldgelben Apfel. Oh. Was ist das denn? Wow, jetzt geht's ja aber los. So ein bisschen, ja, schon lustig, wenn man den Dreh raus hat. Man kann halt auch auf die Stangen. Ja. 49 von 50. Öffne das Fähigkeitsmenü und weise deine Fähigkeitspunkte zu. Toll. Ich hol dir mal eine Kiste runter, bitteschön. Oh, das ist aber nett. Ja, ne? Das will ich jetzt aber schon wissen mit dem... Ja, mach das mal. Wo ist denn das hier? Spielmenü, Fähigkeitsmenü. Ah, hier oben. Oh, man kann mit Select, glaube ich. Mit Select hat man hier die Fähigkeitspunkte. Ich entscheide mich mal für die Diebin, ne? Und du bist Magier. Ja. Ja. Bogen. Die Diebin ist eine gute Bogenschütze und kann Gegner schnell aus der Ferne töten. Nächste Stufe, Upgrade Kosten 1. Der Bogen schießt 2 Pfeile zugleich. Ja, das machen wir doch mal. Übernehmen. Fähigkeit auf nächste Stufe verbessern. Fähigkeitspunkte können nicht zurückgesetzt werden. Nein, das mache ich. Weil ich das toll finde. Nächste Stufe wäre dann Kosten 3, schieße 3 Pfeile auf einmal ab. Hast du auch jetzt noch einen Punkt, den du vergeben kannst, oder habe ich das jetzt alleine gemacht? Moment, Das würde ich jetzt gerne mal wissen, ob du auch welche hast. Okay, ich sehe... warte mal. Fähigkeit auf nächste Stufe verbessern. Fähigkeitspunkte können nicht zurückgesetzt werden. Übernehmen. Ja, genau, aber dann hast du ja einen, den du geben kannst, oder? Genau, ich habe einen, ja. Ja, ich habe Diebin gemacht, dann kannst du aber Magier machen. Hab ich. Sehr gut. No, übrigens, das Spiel, Leute, habe ich noch gar nicht erwähnt, wie schön ich das übrigens finde. Ich finde die Musik und sehr atmosphärisch, sehr idyllisch. Also ich freue mich sehr, dass ich mit Neat Games hier das Spiel spielen kann, weil ich das bestimmt schon seit 1 bis 2 Jahren oder noch länger in meiner Steam-Bibliothek habe und ich wusste aber halt, dass man das zu zweit spielen kann und ja, dann dachte ich, ja, nee, alleine nicht, weil dann hast du so ein tolles Spiel nicht mehr, wenn du das alleine Let's Plays, wenn du mal mit jemandem aufnehmen willst, hast du keins. Und das freut mich total, weil es total schön ist und ich glaube einfach, dass so ein Spiel zu zweit oder zu dritt sogar, kann man das ja spielen, noch viel mehr Spaß macht. Also entweder... Ist nicht so dein Spiel, ne? Ich rede hier so, oh, ist voll nein, schön, nein. Macht voll Spaß und du, oh, ich will hoch. Verdammt, ja, ich komme gleich. Es ist ein wunderschönes Spiel. Es ist total schön. Wunderschönes Spiel. Ich merke auch richtig, wie viel Spaß es dir macht. Gibt es zwei Dinge, die ich machen muss. Erstens, neuer Controller. Zweitens, üben. Ja, ich glaube auch. Oh ja, mach mal. So. Yeah. Oh, das sieht auch sehr schön aus, wenn er seine Zauberei einsetzt. Ja, seine Zauberei. Die Zauberei. Jawohl. Ja, ich hab Pech, ne? Nee, warte, ich helfe dir gleich. Ich helfe dir gleich. 3 Stunden später. Mindestens. So. Ja. Jawohl. So, hier mach ich mal wieder eine Kiste. Oh, hier kommen wieder Gegner. Ein Fall für Klopsi. Oh, Klopsi ist tot. Aber ich habe die Gegner mit einer Kiste besiegt. Sehr gut. Auch eine Kiste. Oh, da ist noch ein blauer Mana-Trank. Den hole ich mir auch noch mal. Mhm. Hier ist auch noch eine Kiste. Die musst du runterholen. Das ist genau das, was ich wollte. Genau. Okay. Sehr schön.
Da sind Kisten, aber wir können ja auch erstmal so runter. Oder brauchen wir die? Nö. Weiß ich noch nicht, aber was es nicht ist, kann noch werden. Oder Vorsicht. So ein, Hammer. Vorsicht. Ah. Ja. Sehr gut. Was kaputt machen wollten. Aber ich könnte dir... Ach, du kannst das hier wieder verschieben. Die Plattform, ja, genau, auf der ich bin, musst du verschieben nach links. Ich habe jetzt mal den Hammer angezogen. Ja, das kannst du natürlich auch. Hilft dir denn nichts? Schauen wir mal. Also hier kann ich das jetzt nur... Ah ja. Nur anschwingen. Was muss ich denn dann mal machen? Meinst du wirklich, dass es links oben weitergeht? Doch, aber ich muss hier erstmal raufkommen wieder. Ah. So. Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Da! Ah, unten geht's weiter. Okay. Ach so. Oder so. War hier denn... Ah, da ist noch eine Kiste. Diesmal mache ich sie auf. Mach du sie auf. Hier nur wieder eine Halskette für dich. Oder ein Ring. Oder was? Ein Ring! Ring der Zaubersprüche. Das war eigentlich nur Spaß. Ein Ring, eine Kette. Aha, ich will immer nur schmocken. Hm. So. Kann man hier rechts das noch, kann man den Pilz verschieben mit Magie? Nee, ne? Dass man oh, da so in die Ecke kann? Nee, ne? Wahrscheinlich nicht. Nee, wird mir zumindest kein Handsymbol angezeigt. Aber ich könnte die Faust auf den Pilz draufhauen. Jawohl, das geht. Dabei tue ich mir bloß selber weh. Na, prima. Boom. Das war knapp, was ich hier gemacht habe. Oh. Ui, das war knapp. Ich bin gestorben. Gestorben? Och nö, oder? Dann gehe ich mal zurück in die Kugel. Ich glaube, dann... Ich spiel Klopsi. Nein, nein, sie lebt wieder. Wenn du so eine große blaue Kugel wieder zurückgehst, dann werden die anderen wieder wiederbelebt. Ach so. Yes. Weil ich wollte hier so rauf... Genau so. Ich dachte, hier kann man vielleicht was machen, aber ich glaube nicht. Hm. Nee. Ja, naja. Gar nicht mal so schlecht aus. Ja, aber wir wollen runter. Also wir wollen hier weiter. Du musst jetzt also, erstmal rüberkommen. Ja, okay. Ich wollte dir nur helfen. Ja, das ist eine gute Idee, weil jetzt hätte ich nämlich hier eine Kiste gemacht. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich bin weggegangen. Du bist weggegangen und es wird der Bildschirm... Oh, sorry. Macht nichts. Sie hatten seit langer Zeit keine Menschenseele gesehen. Die Untoten hatten alles verwandelt. Sie waren vom Bösen umgeben. Aber unsere Helden mussten vorankommen. Sie waren auf der Suche nach dem Grab. Der Zauberer war sich sicher, dass es zu dem Gründer der Astralakademie gehörte, der einer der drei Hüter war. Wenn sie sein Grab finden könnten, würden sie vielleicht einen Zauberspruch finden, der sie von dem Prime befreien könnte. Okay. Aha. Ja. Wo sind wir? Wir sind unter der Astralakademie. Niemand war in den letzten Jahrzehnten hier. Haha! Mein Schwert soll uns auf dem Weg anführen. Okay. Folgt mir! Folgt mir! Wer redet denn da immer? Das ist der Ritter. Das sind wir, oder? Ne? Oder. Ja. Klopsi ist das. Ah! Sehr gut gemacht. Runterholen kann man dich nicht. Ne, das ist alles aus Metall. Ich mach mal das nächste Skelett platt. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier ist wieder eins. Oh, aber es ist ganz schlecht, wenn der unter mir ist, weil dann treffe ich ihn nicht. Ach so. Oh, sehr schön. Da ist er. Ja. So oh, kann man aber runter. Und da so, ist ein grüner Trank. So ruhig idyllisch hier. Kletterst oben rum. Und oh, 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 oh. Oh, 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 das sind Stacheln. Wahrscheinlich muss ich wieder hoch. Wahrscheinlich muss ich einfach wieder hoch. Darf ich den Sprung? Hm. Natürlich nicht. Ich glaube nicht, dass der Magier...
macht, ist zum Springen. Das ist nicht, wenn ich ihn spiele. Ich spiele mal Klopsi, weil ich bin jetzt schon wieder weiter als du. Halt. Brauchst du denn Hilfe? Ach, brauchst du Hilfe, um da wegzukommen, oder? Wenn ich Nein sagen würde, wäre gelogen. Ich nehme mal die Diebin. Ja. Und echt weit, das ist unglaublich. Ah, ich habe die Metalldings aufgemacht, das ist gut, weil wenn du da jetzt langkommst, kannst du direkt runter. Einen Moment. Ich habe so eine Klappe unten wieder geöffnet. Scheiße, ich bin an die Stacheln gekommen. Bin ich auch. Ich drücke mal die falsche Taste. Ich bin das mit dem Enterhaken nicht gewöhnt. Oh Mann, oh. Hier. Mach hops. Ja, es hilft alles nichts. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Moment, nein. Also das ist irgendwann. Irgendwann geht's an. Ja, irgendwann kriegt Need Games musst du in Therapie. Try. Ja, auf jeden Fall. Aber ich schaff den Sprung. Aber, der Magier ist bald hin. Rüber. So, jetzt kannst du die Diebin wieder haben. Jetzt nehme ich den Halbchen. Das ist gut, weil ich komme auch mit den kurzen Sprüngen nicht so klar, weil ich das jetzt so gewöhnt bin. Gell? Nicht dass ich es kann. Und ich bin gewöhnt, dass ich es nicht kann. Passt doch. Und hier wollen wir runter. Die Klappe war vorne. Es war vorher hier zu. Okay. Das habe ich aufgemacht. Sehr schön. Oha. Voll keine Chance, diese Skelette gegen dich. Oha, da oben ist noch einer. Ja, du kannst ja als Klops, sie hat noch sehr viel Energie. Oha, der Nase aber jetzt aber auch. Ja. Die Rübe gegeben. Muss auch mal sein. Muss auch mal sein. Ja. Oh, endlich wieder Energy. Sehr gut. Sehr gut. Vor allem, wenn man stirbt, ne, dann sind wir nicht gleich wieder weg. Ich glaube, du musst hier auch mal herkommen, oder wie, oder nicht? War ich schon. Ach so. Deswegen lebe ich überhaupt noch. Diebin. So. Und wo geht's jetzt weiter? Rechts oben, oder? Mach Diebin, dann kommst du wieder raus da. Moment. Jetzt kannst du dich irgendwie nach... Nein! Oh. Nicht in die Stacheln! Nach links eher. Zu mir voll hin. Voll rein. So. Also gut. Ich wollte den kurzen Weg nehmen. Ja. Ah! Ich lade mal die Leute hier ein bisschen auf mit Energie. Sehr gut. So nebenbei. Es lenkt ab. Beim Warten, ja. Es lässt die Zuschauer hier drauf konzentrieren, was happen. Aber es geht gar nicht. Also wenn man es dann schon gemacht hat, dann war es auch schon wieder. Nicht in die Stacheln. Ja, ich weiß. Aber ich weiß nicht, wie wir da überhaupt weiter können. Warte mal, ich kann hier... Nach links kann man. Okay, warte mal. Ich hätte jetzt mal wieder die Plattform so ein bisschen runtergehalten, hochgehalten. Ich habe noch eine Kiste gefunden. Pass sehr auf. Gut. Jetzt kriege ich noch ein Schmuckstück. Ein Amulett des Mana-Gewinns gefunden. Für die schöne für Lieben. Oh, heute habe ich die Plattform doch schon hingehalten. Ja, das weiß ich doch nicht. Ja, jetzt. Und du? Ja, ich muss mal schauen, ob ich jetzt so... Jetzt bist du dran. Nicht dran. Mach du mal... Ja, oder so. Auch so. Ausnahmsweise. Was ist denn jetzt so? Warte, komm, spiel du mal Klopsi. Ja. Sie ist tot! Klopsi oh auch. Gott! Und der Magier weiß nicht, was er tun kann. Der macht eine Kiste! Schnell, eine Kiste! Weiß ich doch nicht! Mach ihn fertig mit einer Kiste!
Schnell, bau ein Herz, mach einen Stern. Komm schon. Wir spielen Mein kleines Pony. Oh, eine Kiste, guck mal. Oh Mann, er macht die kaputt. Oh Mann, das hat sehr voll gebracht, ja. Ach, irgendwas musst du da tun können. Kann der sowas wie blocken? Hast du schon mal den rechten Stick ausprobiert? Sowas wie den rechten Stick, wie bei dem anderen, wie bei Klopsi, wie blocken? Kann ja, der was? Ja, ich glaube, nee, kann er nicht. Scheiße. Kann er nicht. Immer schön in die Kugel. Energie, Energie. Energie, Energie. Nee, die bringt nichts. Ach so. Need Games, Need Games, Need Games. Du schaffst es. Ich hab gehofft, dass ich den ihn jetzt mit meinem... Spannend. Ah. Oh ja, komm, ja, mit der Kiste. Oh, jetzt wurde er zerstückelt. Hm. Aber eindeutig. Schade. So, jetzt müssen wir dann aber... Ja, bleib doch mal stehen, du. Ich habe das Gefühl, der trifft immer bloß mich und nicht ihn. Ach. Ich glaube, wir müssen ihn am Kopf treffen, oder? Ja. Oh, schon wieder tot. Ey, das kriegen wir. Wie denn? Oh, ich kann eine Figur wechseln. Der Magier, doch, der Magier. Mach die Kiste, mach die Kiste. Also, ich muss sagen, Klopsi ist ganz schön gelenkig. Ich treff zwar nix, aber... Oh Gott, oh Gott. Und Alexis ist diesmal der Zauberer. Nein. Und sie stellt sich dem Anforderungen. Todesskelett. Oh, das, hab das nicht so gut gemacht wie du. Ich bin nicht so der Magier-Typ. Hm. Ja, was wollen wir denn hier machen? Keine Ahnung. Der ist so richtig aggro. Jetzt haben wir ihn. Ja, ich hab mit paar Pfeilen habe ich ihn platt gemacht. Die Pfeile haben, glaube ich, immer genau seinen Kopf gut getroffen. Sehr schön. Jawoll. Oh, schau mal den Wasserspeier im Hintergrund. Und dann kommen auch schon gleich die nächsten Gegner, oder was? So, mach die Kiste auf. Stärke der Titan. Für Ritter gefunden. Für Ritter. Okay. Nimm ein Objekt nach unten. Aha. Nimm ein Objekt auf. Oh. Stirb, Skelett. So, durch den Schild kommst du nicht durch. Na jetzt aber. Sehr gut. Ja. So, da unten ist noch so ein Trank, genau. Au! Und ich oh nein. Bin tot. So, jetzt bin ich aber wieder... Da oben sind so zwei so komische Kisten, die doch auch was bedeuten. Moment, halt. Kann ich dich da... Kann ich dich... Nach da? Links, nach links. Ja. Ja. Ja, warte. Ja. Jawohl. Jawohl. Oh, und tot. Moment, halt. Ich gehe zurück ins Licht. Da bist du wieder. So, wir müssen auch jetzt wieder einen Cut machen, Leute. Das ist schon wieder 33 Minuten. Hat Spaß gemacht mit Shrine. Wir sehen uns im nächsten Part. So. Kisten. Mach eine Kiste. Okay, das war lustig. Leute, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.